Was kurz. Tommy, offensichtlich war es komplett unnötig, irgendwie den Trapper hier in der Runde zu haben. Hast du Ja, gemerkt? ich Ne? weiß. Also, das, was du dazu beigetragen hast, war gar nichts. Das, was du gemacht hast, war dich vergessen. Maggie, das Case gemein zu mir. Verdient. Er war nicht gemein, er war nur. Du warst Er hat einfach nur einen dagegen. strengeren Ton aufgesetzt. Oha. Maggie, du bist böse. Soll ich ihn für eine Woche bannen? Für was abgibt, Bruder? Ich gehe es nicht mehr wert. Fünf was abgekifft. Für eine Woche Bann. Ich höre, so viel Geld eintreiben, Smacky wäre guter Zuhälter. Nee, ich glaube nicht. Also meine Deals sind recht schlecht, muss ich sagen. Am Ende des Geld eintreiben. Nicht, ja, dass du das Geld anschaffen sollst. Ich wollte gerade sagen, ich habe gehört, so die Zuhälterschelle. Komm, lass mir das. So ist das Leben. Ey, sag dir aber noch. Wie viel? 25. Nein. 15 Subs noch von Twitch und das ist. 16? Ist von Neo. Also, Chat, wollen wir Twitch von Neo packen, dann haut noch ein paar Gifte drauf. Mari, wo bist du? Richtig? Bin was hab's immer. Mari, wo bist du? Das ist voll mute. Okay, was? Also, Mari, wo bist du? Was geht ab? Wo du Best bist? Wo bin ich? Ich müsste irgendwo bei Weapons sein, da in der Kante. Mhm. Und die Leiche von Yuka unten an der Pylone ignorierst du? Ich habe keine Leiche gesehen. Ich stand am Müll. Mari ist irgendwie komisch unten an der Tür rumgedippt und Yuka liegt unten an der Pylone tot. Und da Maris Verhalten für mich sehr sass wirkte, bin ich halt runtergelaufen, habe geguckt, ob da eine Leiche liegt. Und ja, tut sie. Wir haben übrigens einen Bomber. Was? Das schon mal wo nicht soll die Leiche liegen? Unten an der Pylone unter O2. Ja, aber ich bin doch schon seit 5 Sekunden da weg und da war. Ich wollte gerade sagen, hä? Nee, also. Ich stehe gerade in den Camps. Ich stehe erst seit, keine Ahnung, 3 Sekunden oder so ganz in den Camps. Ganz unten am Rand. Ja, nein, pass auf, darum geht's gerade nicht. Also, ich sehe halt hier keinen ähnlichen Skin für Yuka. Ich bin mir aber relativ sicher, dass ich gerade Yukas Skin in Office gesehen habe. Morphling? Maybe? Wo ist Yuka gestorben? Unter der Pylone an also, O2. Ja, deswegen, ich frage halt, ob sie. Also. Aber Bernie muss da auch irgendwo in O2 liegen, weil Bernie ist auch runtergelaufen, soweit ich mich erinnern kann. Vor Lights Out, glaube ich schon. Hab Bernie nicht gesehen. Oh, okay, warte. Ich glaube, wir können aber generell sehr viele Leute rausnehmen, weil in dem Gang zwischen Electrical Eingang und zu Security waren halt 4 Leute oder so, ne? Also, das war, glaube ich, Robert, das war Smaggy, das müsste. Oh Gott, yes, war da maybe auch? Ich war auch noch bei Security. Die vierte Person habe ich nicht bekommen. Wo waren wir? Andi, redest du? Also Andi. Ich verstehe auch den Call von Foxy nicht. Von wo redet ihr denn? Bitte verteidige? Weil Foxy ist korrekt, dass ich da unten war. Ich war auch in O2. Aber ich bin jetzt vor Weapons und ich hatte keinen Report-Button. Und ich weiß auch nicht, wie du mich da gesehen haben willst, weil ich habe dich nicht gesehen. Ich stand an der Mülltask. Du warst unten an der Tür, hattest ein sehr, sehr, sehr komisches Movement. Bist weder rein noch raus aus O2. Und was? Deswegen bist du für mich sass. Ich bin weder rein noch raus. Ich bin rausgelaufen, nachdem ich die Mülltask gemacht habe. Was erzählst du da gerade? Bist du Chester? Nein. What the fuck? Wirklich. Also, ich bin's wirklich nicht. Ich glaube schon, dass Foxy die Wahrheit sagt und dass Mari Killer ist. Leute, das fliegen müssen. Nein, es. Habe ich wenig gesehen, ne? Ich hab Sunglasses.
Sunglasses. Wenn er jetzt Orks sind, sagen sie, ein Scheiß. Gar nichts. Also ich habe keine Ahnung, wo genau, aber als die Flashes kamen, ich kam erst vom Specimen, dann habe ich meine Reagenzgläser gemacht, dann kamen die ganzen Flashes, dann bin ich wieder ins Specimen rein, weil ich dachte, das sind Kills und im Gang hatte ich schon den Report-Button. Ein Specimen. Ach so. Wer war gerade in Lab? Ich habe Sunglasses und sehe einen Scheiß. Weiß aber, was jemand so, ich war bis eben gerade noch im Lab, bis ich ins Specimen gelaufen bin. Smaggy, da waren noch 3 Personen im Lab. Ich weiß es nicht. Ich habe eine Person durch mich durchlaufen. Es kann auch 2 gewesen sein. Ich dachte, Andi ist durch mich durchgelaufen. Also, ich habe einen Scheiß gesehen. Ich kann aber sagen, wenn die Leichen im Specimen liegen, dann wären doch tendenziell Chris K. Oma. Specimen sind nur 2. 2 Punkte. In Lab waren 3 Punkte, in Electrical waren 4 Punkte, O2 waren 2. Bin ich da alleine mit der Leiche? Wer wurde gerade reported? Ich weiß nicht, wen ich reported habe. Da vorne waren. War es Miro oder Foxy? Wo liegt denn die Leiche überhaupt? Ja, ist bei der Farbe schwierig zu sagen. Okay, weil ganz wichtig, ich stand gerade an der Lifeline. Kodai war tot, Kodai wurde gefressen. Das muss aber auch in den letzten, keine Ahnung, 6 Sekunden oder sowas passiert sein. Ich bin nämlich gerade in den Download gegangen. Miro war nicht tot. Foxy ist gerade gefallen. Foxy ist aber gerade, also würde ich schätzen, gerade über der Bait Range raus. Aber Miro muss halt super frisch sein. Ja, dann kannst aber nicht du, Smaggy, ich. Jetzt ist für mich auch raus dann. Oder die ist zu Hortman gelaufen. Also nicht zu Hortman. Du nimmst gerade komplett random Leute raus irgendwie. Also dann wird es für mich. Andi, hä? Andi. Ich war gerade mit Smaggy Andi in Lab gewesen. Ja, Jess war in O2 gewesen zum Beispiel. Genau. Andi, und Tob der, auch. Und dich habe ich da nicht gesehen. In O2 war ja auch bevor Licht aus war. Ah, ne, Pummi war das. Pummi war es, sorry. Ich bin Atmen gerade. Ich hab doch gerade gesagt schon, die zweite Leiche liegt irgendwo Office Admin. Weil, Andi, das war der Dumme, der da runtergelaufen ist, war ich. Ein Admin. Ah, okay, ja, aber dann bist du für ein. Hab ich Report-Button bekommen, wie gerade reported wurde. Opa. Okay. Ich war mit irgendwem im Specimen und bin von da aus hochgegangen. Und ich wette, er hat gedacht, ich komme nicht wieder zurück und killt da. Ich habe leider vergessen, weil ich doof bin, wer damit mir war. Wenn wir Namen aufzuzählen, die sich rausnehmen können für den Specimen-Kill, dann würden nur 2 Leute übrig bleiben. Und das ist Robo und Mari, die kein Alibi haben. Ich bin doch in Lab, sag mal, wie oft denn noch? Ich bin durch Smaggy durchgelaufen. Ja, aber wo bist du hergekommen? Du kannst ja Specimen kommen. Nee, Specimen ging nicht auf. Specimen ging nicht auf, glaube ich. Also bei beide kannst du halt Alter, nichts wirklich, wollt ihr mich hier komplett auseinandernehmen? Warum fliegt Mari nicht? Warum flieg ich nicht Mari? Ich war doch bei Andi und ich hab's mal gehört, wo die zweite Leiche liegt. Also das ist korrekt, aber... Ich krieg's manchmal echt nicht hin, einfach wie Erwachsene zu reden, oder? Wir haben schon 2:30. So, jetzt versuchen wir mal das Ganze ein bisschen sortierter. Es tut mir leid, Promi. Ich glaube, das ist gar nicht tatsächlich so schlimm. Ja, also ich würde auf jeden Fall Mari voten. Ich erkläre auch warum. Mari hat sich gerade versucht, ein Alibi zu erschleichen, hat nur bedingt aber zugehört im Meeting und deshalb hat er irgendeine Scheiße gedroppt. Er hat Leute rausgenommen wie mich. Andi und Robert hat er anscheinend verwechselt. Behauptet er, allerdings war Andi Richtung Electrical nicht im Lab und Robert war auch im Admin-Bereich und nicht im Lab. Das heißt, du hast einfach nur das, was ich genannt habe, genommen und das nicht ganz zu Ende zugehört. Zudem bin ich in. Also, Redest du gerade von mir?
Nee, nee, Mari. Mari hat einfach sich versucht, ein Alibi zu erschleichen. Ich bin doch noch nicht fertig, Bruder. Ich beeile mich gerade. Man fängt an zu reden, wenn der andere aufgehört hat. Will doch noch. So, Jess hat versucht, mehrfach quasi Ordnung in das Gespräch zu bringen. Wurde vehement dagegen gearbeitet. Ich denke, dass Jess auf jeden Fall gut ist. Bei dir, Andi, kann ich das schwer beurteilen. Also ich sag nicht, dass du böse bist, aber ich glaube, also ich bei dir ja, Fragezeichen. Gut, ja. Julian hat über zwei Dings gesprochen. Also entweder wird jetzt gleich gegessen, dann tut es mir leid, Julian, weil es war nur ein VIP. Oder er hat eventuell den Bait erwischt, weil oder Brummi hat halt Scheiße erzählt, weil der hat gesagt, es waren nur zwei Leute im Specimen. Und wenn Julian unten im Specimen reported hat, kann er ja nur selber mit der Leiche da gewesen sein. Und sonst hätte Brummi jemanden rauslaufen sehen müssen. Ja, das heißt, entweder hat, entweder hat Julian den Bait erwischt dort, oder Brummi hat den Kill gemacht, dann wäre ja scheißegal, dass er jetzt tot ist. Dann haben wir Mari, den ich hundertprozentig jetzt rausvoten möchte. Ich habe auch am Anfang gesagt, Nightfox hat die Wahrheit gesagt, weil sie hat sich ehrlich angehört. Darf ich mich jetzt verteidigen? Also, ja, mach du hast ja jetzt, keine Ahnung, 90 Sekunden geredet. Also, mal ganz kurz, du warst in Lab, ich bin durch dich durchgelaufen. Ich war die Person, die aus Lab rausgelaufen ist, die in Lab drin war, nur zu deiner Info. Zum anderen habe ich Roba vertauscht mit, wer war das andere? Mit Brummi. Brummi war nämlich auch noch da oben bei uns. Und Andi war nämlich auch vorher noch bei uns in Lab gewesen. Nur zu deiner Info. Ich war nicht in Lab. Und Brummi war am Table. Runde? Und Brummi war angeblich am Table. Brummi war doch aber vorher noch am also bei genau, zu den Infos und den Infos, die ich habe, ne? Der Miro-Kill muss halt 5 Sekunden oder geringer sein. So. Und also ich weiß ja nicht, ob Julian Miro oder Foxy reportet hat, kann ich von der Farbe nicht sagen. Aber wenn es Miro war, war das halt der Bait. So, zum anderen, Roba und Brummi haben sich beide in Admin gecallt. Da war angeblich eine Leiche, das war Kodai, der wurde gewulchert. Das heißt, einer von beiden muss halt die Vulture gewesen sein, ne? Oh, ich habe Mari noch gewotet, fuck me. Ja, wen voten wir? Wen votet ihr? Julian müssen wir antworten. Nee, Pick, warum Julian, ich? Julian war das hier, wir hätten Julian, also entweder seid ihr beide Killer, dann GG's. GG. Oder Tobi ist der letzte Killer. Für den Fall, dass jetzt nur einer von euch noch Killer ist, können wir das ja noch regeln, weil ich bin jetzt dann wahrscheinlich gleich weg. Oh nein. Andi, bist du der letzte Killer? Wenn noch zwei Killer drin sind, haben wir... Nee, also guck mal, meine Informationen waren halt so, ich war in der Lifeline, da war ein Kodai tot, da war Foxy gerade gestorben, dann bin ich an den Download gegangen. Ich habe den Download 5 Sekunden, beziehungsweise bis 50% gemacht, so in meiner Rechnung waren das halt 5 Sekunden und dann wurde Miro reported. Oder wenn es Miro war. Ich weiß es halt effektiv nicht, aber es, wie gesagt, ich kann die Farbe nicht unterscheiden. Ja, ja, das deswegen bin ich halt, deswegen bin ich halt von dem Bait ausgegangen und deswegen habe ich halt Julian gewotet. Also ich glaube, in der ersten Runde hat Andi gesagt, dass da ein Morphling war. Der kann den Kill selber gemacht haben in der ersten Runde und wollte ein bisschen den Sass verstreuen. Ich glaube, Brummi war gar nicht an Admin, das hat er, glaube ich, auch nicht gecallt. Der hat Admin-Infos gedroppt. Ja, der hat Admin-Infos gedroppt. Aber war der wirklich am Admin-Table? Nee, also, das kann sein. Robert hat ihn da ja nicht erwähnt. Also Robert kann sehr gut die Vulture gewesen sein, aber wer hat dann den Kill gemacht? Weil Tob war bei mir in O2 letzte Runde und Smaggy wurde in Lab gecallt. Wenn die Leiche im Office lag, wer hat den Kill gemacht? Ja, das muss dann Andi gemacht haben, weil das ist vor allem wollte der Vulture-Call. Ja? Aber wieso sollte ich mich, wenn ich den Kill in Admin gemacht habe, wieso stelle ich mich dann in Lifeline? Ja, aber okay. Aber wen würdest du jetzt für Sass sprechen? Ich weiß es nicht. Also, weil du ermittelst gut, jetzt versucht Ordnung ins Meeting zu bringen oder hat bisher Ordnung ins Meeting gebracht. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist halt ein Late-Side-Kick und das kann für mich jeder sein.
Also ich muss sagen, nein. Nee, einer mindestens nicht. Also ich kann definitiv keinen Zeitpunkt. Also, ja, aber Late Sidekick ergibt auch gar keinen Sinn, weil wenn es einen Late Sidekick gäbe, wäre die Runde jetzt vorbei. Außer du bist selber immer noch Imposter. Warum das? Ja, weil wenn Late Sidekick ist, Sidekick Tob, jetzt. Ja, Tob wird wahrscheinlich gleich gegessen. Aber dann muss ich oder Jest ja den anderen gesidekickt haben. Und dann ist so eine Julian hätte, also Julian ist letzte Runde geflogen, ne? Julian hätte ja. Ach, du meinst in der Runde davor late. Ja, natürlich. Also nicht jetzt in der Runde, nicht jetzt in der Runde. Dann klar wäre die Runde vorbei gewesen. Außer wir sind halt hier noch drei böse. Oder Julian, der Arme, wusste nicht mal, dass er seine Rolle outcallt hat. Wobei er vielleicht nicht seine Rolle outcallt hat, weil ich glaube, zwei Killer, also die Gäste haben sich vergessen. Ja. Also ich sag nicht, wie es ist, ne? So, ich habe hier eh zwei Votes mindestens, aber ich bin's halt nicht. So, alles, was ich halt gemacht habe, sind halt die Infos, mit denen ich hab. Drei. Alles, was ich sage, ist halt. vier. Ja, wenn es mal die Sidekick ist, dann hat er das gut gespielt. Dann soll er gewinnen. Ach, Digga, ich deny sogar meinen eigenen Jekyll das Alibi. Was soll ich machen, Alter? Wie sehr cool soll ich noch spielen? Ja, aber das wie war. Wie sehr cool soll ich noch spielen? Das war Engpass. Ey, und weißt du, wie hart ich den im ersten Meeting schon aus der Scheiße reiten muss, Alter? Was ist das? Ey, ja, da warst du schon. Nicht fliegt, das ist ja, absolute. Du bist ja auch ein richtiger Bastard, Andi. Ich mach dich da zum Sidekick. Also wirklich, ich mach dich da zum Sidekick, Alter. Und du einfach so, ja, gut, wir sind zu zweit dort. Okay, komm, wir killen da mal. Bam. Ich laufe 2 Meter nach rechts, ne, so nach dem Fake-Task. Laufe 2 Meter nach rechts, leiche ich so, Alter Junge, was ist denn das für eine Scheiße jetzt? Bruder, ich habe 5 Leute ein Anime bekommen, was willst du von mir?